20 Abteilungen auf 20.000 Quadratmetern. Landwirtschaft und Ernährung, Gesundheit, Raumfahrt, Luftfahrt, Bildschriftcodes, Fotofilm, Elektronik, Mathematik, Chemie, die Musikabteilung, Atomphysik und Optik, Wasserbrückenbau, Technik, Begeisterung und auch ganz viele Erfahrungen und Erlebnisse. Hier in der Robotikabteilung im Deutschen Museum haben wir ganz viele Service-Roboter. Und da haben wir zum Beispiel hier den kleinen Nao ausgestellt, den man da auch kleine Versuche machen kann und mal versuchen kann, ob der einen nachspielen kann. In meiner Stickstoffvorführung, da geht es darum, erstmal herauszufinden, was ist Stickstoff. Bei uns in der flüssigen Form nehmen wir den. Was hat der für Eigenschaften? Wo gibt es Anwendungen dazu? Und dann natürlich stecken wir auch noch ein paar Sachen in diesen minus 196 Grad Celsius kalten Stoff hinein und schauen, wie reagieren die da drauf. Eine ganz tolle Vorstellung, Bildung, zukunftsorientiert, innovativ. Schöne Experimente, dabei sehr beeindruckend als Nicht-Chemiker. Schöne Sache. Dass ein Objekt, was so schwer ist, in die Luft kommt und dass das schon über 120 Jahre geschehen ist, das ist beeindruckend. Wir haben eine historische Luftfahrt und eine moderne Luftfahrt. In der historischen sieht man die Junkers F-13. Man kann sich verschiedene Triebwerke anschauen, der Physik dahinter und der Aerodynamik beschäftigen. Kann aber auch mal selber in ein Flugzeug einsteigen, an unserem Flugsimulator zuschauen, wie fliegen Piloten. Wir sehen uns gerne die Flugzeuge hier an. Es ist sehr viel zu sehen. Man kann unheimlich viel mitnehmen. Wunderbar. In der Musikabteilung gibt es eine große Vielfalt. Wir haben natürlich die Arendt-Orgel als großes Highlight, haben aber auch Mitmachaktionen. Man kann klassische Klangfiguren anschauen, selber aktiv werden. Also da gibt es eine Menge. Ich spiele selber ja auch Gitarre, also eher ein kleines Instrument. Man lernt auch viel, wie das früher war. Die Musikführung ist spannend, ist sehr gut erklärt. Klasse. Ich fand das Ganze sehr eindrucksvoll. Ich finde es sehr cool hier. In der Gesundheit können die Besucher ganz viele verschiedene spannende Sachen entdecken. Wie gut hält so eine Wirbelsäule, wie fest ist ein Zahn verankert. Memory spielen, Puls messen. Also hier gibt es quer dadurch ganz viel auch zum selber ausprobieren und dann mit zum Nachhause nehmen. Natürlich auch noch für Kinder bis 8 unser großes Kinderreich, da eigentlich immer lohnt, auch ein schöner Tagesabschluss ist. Und so findet man hier, glaube ich, immer ganz spannende Sachen, die einen, glaubt doch, hier einen schönen Tag bereiten.